Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wir hatten ja Tony Hawk Pro Skater schon angezockt. Das war ja die Demo damals. Jetzt ist es die PS5-Version. Und ich muss da, wartet mal, wo haben wir denn jetzt? Bei Audio, nicht, dass ihr euch wundert, das ganze gute Audio-Zeug musste ich leider alle deaktivieren. Also das ist viel heftiges Zeug mit bei, richtig schön, aber ja. Content ID. So, bevor wir jetzt richtig loslegen, würde ich sagen, ich habe jetzt schon mal, wenn man anfängt, bevor ich die Musik jetzt ausschalten konnte, musste ich halt ein bisschen Tutorial gemacht. Wir werden jetzt erstmal unseren Skater noch anpassen. Alles, was so geht. Standard? Quatsch, wenn er was ausgeflippt hat. So. Andere haben wir jetzt noch nicht. Okay, nächster. Wir können Punkte verteilen. Ach so, stimmt, ja. Aber ich habe ja noch keine Punkte. Kommt ja alles erst noch. So. Oh Gott, leck mich am Arsch. Animierte, ey. Ist doch heftig. Oh, ich glaube, der Lichteffekt ist bei mir ein bisschen zu groß, oder? Nö. Ist bei dem nur. Ich glaube, das ist so gewollt. Ich muss die HDR doch noch mal ein bisschen anpassen. Oh Gott. Kann ich mich ja nicht mehr daran erinnern, dass man da so viel machen konnte, ey. Das sieht eher aus wie aus einem Shop. Nicht wie ein Videospiel. Adidas. Sehr geil. Ah, die kennt auch jeder. Aber Chucks. Chucks sind nicht bei, oder? Oh Gott, die kenne ich auch. Gott, die hatten sie alle, ey. Ich fand die immer so hässlich mit dem Schachbrettmuster, ey. Ich fand die so hässlich. Macht ihr denn Park Challenge? Krass. Ja, stimmt, man kann ja auch seinen eigenen Park machen. Ultra heftig. Ultra heftig.
Karriere speichern. Mods. Bewegung Standard. Turnier Postgeld klassisch. Klassisch. Ich weiß jetzt nicht, was. Ich lasse mal auf Standard. Hilfsmittel. Ich bin so schlecht, das wäre schon gut. Achso, wenn ich die Mods anmache. Also komm, wir lassen die erstmal aus. Mach dir den Park, hier kannst du dann deinen eigenen Park machen. Skate-Tour. Multiplayer, Skate-Tour. Ich guck nochmal schnell bei. Macht das mal doch ein bisschen heller hier. Tour. Wir starten mal damit. Ich weiß nichts mehr. Ich hab jetzt durch das Tutorial, was ich gemacht habe, 3, 4, 5 Übungen oder so. So ein bisschen was drin wieder von damals. Aber ich habe es nicht so kompliziert in Erinnerung wie damals. Also damals war, also gefühlt war damals unkompliziert. Also nicht so kompliziert. Habe ich noch drin? Ich muss erstmal langsam wieder reinkommen. Aber die Grafik sieht. Also kein Vergleich zu früher. $5 verdienen, da ist ja jetzt nicht so viel.
Irgendwie. Ah. Aber das haben auch viele unter dem angezockt. Von der Demo ist geschrieben. Früher war es leichter irgendwie. Aber ich glaube, also wenn wir ehrlich sind, also ich glaube nicht, dass es früher leichter war. Ah, fuck. Ich glaube eher. Wir waren besser. Langsam komme ich rein. Langsam komme ich rein. Das habe ich, ich weiß noch ganz genau. Das habe ich damals mit Martin, da gab es, also mein bester Freund, der. Also ich, viele von euch werden es nicht mehr kennen, aber. Da gab es auf der PS1 immer so. Demo-Disc, ja. So richtig oldschool, wo halt. Au. Wo halt. Fuck. Nein, langsam gehört's doch. Und da haben wir die Demo-Disc. Da war halt Tony Hawk 1 drauf. Die haben wir so gesuchtet. Martin und ich, also das ging schon auf die Spurhaut mehr. Und dann haben wir halt immer, wer halt mehr Tricks, wer halt mehr Punkte macht. War halt immer so das Geile. Sich gegenseitig zu übertrumpfen. Wer hat halt die meisten Punkte? Irgendwie war das damals auch das. Kann man. Ist halt.
auch ein bisschen schwer, wenn man... Wenn man damals so gut war. Also Martin war definitiv besser als ich, aber... Also so schlecht wie jetzt war ich damals nicht. Mist. Warte mal, wir können ja mal... Pass mal auf. Ich schalte mal die Mods an. Ah, fuck. Mal gucken, ob das was bringt. Filme und so will ich euch lieber nicht zeigen. Standard. Ich weiß. Schade. Klassisch. Klassisch. Lass mal die Einstellung dran. Das war jetzt. Bisschen Beschiss, aber... Aber erstmal ein bisschen Sinn zu kommen. Aber man kriegt auch den Trophäen, das ist ja geil. Also hier schaffe ich es, also... Aber damals... Damals das mit den Mods eigentlich? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Bei der Demo auf jeden Fall nicht, oder? Und wir haben ja mal nur die Demo gespielt. Ihr könnt dann ja mal mir Feedback geben. Ich bin der Meinung, Mods gab es damals nicht. Kann mich aber auch irren. So krieg ich's hoch hin. Außer die Runen irgendwie noch nicht. Diese Kriege. Da kommt eh eine Runde hier noch. Leck Arsch. Nein, danke. Ja, nicht mehr. Das war doch irgendwie mal der Sprung. Geh mal einfach hier hoch. Ach, hier war ja auch noch was. Einer von 5 Hydranten. Oh, jetzt endlich.
geht, müsste ich mir eigentlich noch holen können. Konzentriere mich jetzt einfach mal nur aufs Skate. Dran kriegen wir noch zusammen. Oh, was war denn da oben? Das war doch ein V oder irgendwas. Seht ihr das da? Da, das. Wie kann man denn da ran? Nur noch die Höhle. War da irgendwie was mehr, dass wir auf Punkte kommen? Ah. Richtig schöner alter Klassiker. Schön.
Ich würde echt gerne mal wissen, was damals. Gucken wir hier nochmal rein. Ach, das war ja der Flugzeughangar. Ach Gott, ey. Wo man denn noch den. Warte, ich glaube, das war doch hier mit dem Helikopter, wo man drüber grinden konnte. Und dann, nee, da. Und dann ist das Anyang und. Da ist der Helikopter. Ein bisschen anders. Hier, das war, wir müssen irgendwie, das war, über diesen Propeller müssen wir drüber rutschen. Wenn ich nicht schaffe, aber das will ich noch schaffen hier, ist ja nicht. Land gefahren. Ich weiß noch, dass jetzt da. Ach, jetzt warte mal. Seht ihr das? Sind wir hier in diesem Windkanal drin? Von dem. Genau. Also ihr seht, ich hab's wirklich damals gespielt, also. Die meisten Sachen weiß ich noch, aber. Ey, früher war das viel einfacher, das freizuschalten irgendwie. Irgendwie, da bist du hier, hast du deine Patricks gemacht, bist du hier lang, zack, zack, zack. Und dann war das auch schon erledigt. Und heutzutage hier ist das irgendwie. Irgendwie ist es auch schwer, hier die Tricks hinzubekommen. Und Gleichgewicht zu halten. Also das war früher einfacher.
war das? Funscale Temple of Alter. Okay, gucken wir da mal. Ach Gott. Die Tempo-Dinger, die musste mal Martin machen. Also Tempo war, also wenn irgendwo Tempo und Genauigkeit war, das war nicht meins. Doch aber auch möglich, eigentlich, wenn ich den Trick gemacht habe. Ich bin mir fast sicher. Sicher. Hier. Da waren die Richtungstasten, genau. Yeah! Na gut, du kriegst du jetzt so schnell natürlich so gut nicht hin. Das heißt jetzt nur wegen der perfekten Balance. Kannst du ja auch eigentlich unendlich Punkte holen. Na, komm, die 100 machen wir noch voll. Oh, jetzt schon wieder viel zu lang das angezockt. 101 Martina.
Also wartet. Ich weiß ja, dass ich alt geworden bin, aber warum kommt mir das damals irgendwie leichter vor? Muss mal mit Martin quatschen. Aber das sollte eigentlich. Hier haben wir ja keine Zeit, die abläuft. Wie war denn das mit dem Spezialtrick? Weiß ich auch nicht mehr, ey. Boah, ich bin zu lange raus da, ey. Ich bin einfach zu lange raus. Was ich schön finde, ist. Was ich schön finde, ist, dass wir alles, was wir hier freischalten können, mit Ingame-Währung freischalten können. Und nicht so wie viele mit Mikrotransaktionen. Das finde ich toll. Wir können das Skateboard anpassen. Komplett. Oberseite, Unterseite. Reifen, Achsen, Klamotten von uns anpassen. Komplett. Von oben bis unten. Wir können Teile kaufen, um unseren eigenen Skatepark zu entwerfen, so wie er uns gefallen würde. Ne? Und da können wir Teile für kaufen und können ihn so aufbauen, damit wir sagen, geil, das ist mein Skatepark. Wir können Multiplayer machen. Wir können mit Freunden online spielen. Also, ich bin, wie ihr sehen habt, grottenschlecht. Ich krieg's nur hin, wenn ich halt hier die Mods anhabe. Aber alleine das Feeling, alleine das Feeling, das alte Tony Hawk wieder zu spielen, die alten, besser gesagt, Tony Hawk-Spiele wieder zu spielen, wieder spielen zu dürfen, zu können, und dann so die Erinnerung von früher kriegen, ist schon heftig. Also, das ist schon mega heftig, muss ich sagen. Ich werde auch unbedingt Martin mal anrufen müssen und wir müssen uns mal einen Tag treffen und dann. Denn so mal so oldschool an einer Konsole wie früher Tony Hawk. Och, heftig. Heftig, heftig, heftig. Ist Nostalgie pur. Von mir eine ganz klare Empfehlung, obwohl ich total grottenschlecht bin. Früher war ich nicht so schlecht. Aber alleine Nostalgie pur. Wir können auch. Achso, das habe ich euch gar nicht gezeigt. Wir können auch unser Profil anpassen. Das habe ich vorhin schon mal gemacht. So. Und da können wir dann hier auch noch haufenweise anpassen und sehen, wie weit, wie viele Prozente wir wo haben. Oh, absolut geil. Von mir ganz klare Empfehlung. Die Musik, wie gesagt, hier ist keine Musik jetzt zu hören. Die Musik ist cool, ist wirklich, passt dazu, hammergeil. Ich musste sie leider ausschalten, wegen Content-ID, aber unten seht ihr ja die Songtitel, die laufen ja trotzdem durch. Ich bin jetzt weg, ich hoffe, hat euch gefallen. Ich lade so, wie ich sie gezockt habe, für euch hoch. 40 Minuten, ja, das werden wieder garantiert über 150 GB werden. Ja, dauert ein paar Tage, bis YouTube dann das auch verarbeitet hat und so. Ich bin jetzt weg. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.